Jetzt ist natürlich, ne? Jetzt haben wir hier wieder ein neues Gebiet. Das Was heißt, als ist das für ein Kunden. Wappen? Für ein Banner? Das ist eine gute Frage. Könnte ich jetzt auch nicht so einordnen im ersten Nehmt Moment. Nehmt Force in der Silberwüste ein und verteidigt sie, um dem Pakt zu helfen, sich auf den Angriff auf Mordremos vorzubereiten. Achso, Moment, gibt's eigentlich wieder Achievement für die Silberwüste auch? Also. Ich ja, glaube. Das gibt es wirklich. Oh mein Gott, und das sind nicht nur ein paar. Oh Gott. Die Indigo-Höhle wird angegriffen. Alter. Gibt's auch wieder eine spannende Sache? Und apropos, ihr springt einem Händler ins Gesicht. Ja, hier ist ein Händler, aber bei dem kann man irgendwie nicht verkaufen. Ja, da sind bestimmt auch noch mehr. Ey, just bail life. Ja, geh hier mal, nimm doch mal hier die Quest an. Ja, Moment. Ich bin gerade Achievements am Scouten. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Experimentelles Modrim-Extraktionsgerät. Helft dabei, einen Modrim-Boss zu besiegen, um seine Organe zu erbeuten. Was? Ja, sicher. Da ist erstmal noch im Brief drin, ach, weil. Guck mal. Ah ja, doch, hab ich sogar auch bekommen. Was? Hab ich auch bekommen, oder was du gerade sagst? Ja, hier, was machst du denn da? Musst du die Quest annehmen. Ja, aber weißt du, was wir uns in diesem Gebiet wieder sammeln dürfen? Münzen. Nein. Falsch gedacht, die waren nämlich kreativ. Jetzt sammeln wir nämlich verlorene Abzeichen. Aha. Dass die Leute alles verlieren. Echt traurig. Ja. Na ja, gut, aber wir machen erstmal hier die erste Quest. Wenn ich schon mal hier direkt. Ach, guck mal, das ist direkt mal wieder. Du musst jetzt auch mal annehmen. Mein Gott, ey, immer muss man warten auf den Typen. So. Auf geht's, ab geht's. Was? Ah, ist Turn! Turn! Ist das Turn? Ja. Das war wieder mal so eine der Szenen, wo das der Untertext null mit dem Gesprochenen zu tun hat. Absolut. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Badam, bam. Die Nachtseraphen oder so. Nachtseraphen? Das ist die Wacht, das ist das Wappen der Wachsamen, oder nicht? Weiß ich nicht. Würde sogar passen, so ein Auge. So ein, weiß ich nicht, gepierstes Auge. So ein gepierstes Auge. Ja, auf jeden Fall, ey. Ach, voll geil Musik. Ach stimmt, die Musik ist eigentlich ganz cool, ja, ne? Geht jetzt. Der Kommandeur und ich müssen reden. Der Kommandeur! Guck mal, da ist Kommandeur Fionia. Zugetragen hat. Ich habe euren Rat beherzigt. Die Flotte trifft nach und nach ein und wir bereiten uns zum Angriff auf Mordremos vor. Yay. Ich dachte, der greift uns an. Ja. Vorstöße in die Umgebung unternommen. Dann gibt's die beste Verteidigung. Ja, wie ist das? Guck mal, da ist ein Aufzug. Da. Oh, das ist voll geil. Wo führt der denn hin? Da oben. Vor dem eigentlichen Angriff sammeln wir so viele Informationen über den Feind, wie wir können. Jemand mit euren Fähigkeiten. Okay, Ridlock ist weg. Gefehlt. Schön, dass ihr da seid. Klar. Danke. Ach, lesen. Danke, dass ihr so unverzüglich gekommen seid. Ich dachte, ihr werdet nach der Zusammenkunft möglicherweise noch mit diplomatischen Belangen beschäftigt. In diesem Moment steht der Pakt weit oben auf der Liste meiner Prioritäten. Was soll die Stimme denn noch fragen dafür? Gut so, dieser Sammelpunkt ist unsere Ausgangsbasis für einen frühen Angriff auf Mordremos. Bevor der Frache zu stark wird. Du bist ja so ein Lappen. Genau. Wir versuchen so schnell wie möglich für Verstärkung zu sorgen. Wir glauben, dass sich Mordremos im Westen befindet. Vielleicht aber auch südlich. Sein Dschungel scheint sich nach Osten auszubreiten. Oh shit, was ist mit Norden? Deine Mission. Deine Mission für mich? Ich habe eine Mission. Ein Einsatztrupp ist verschwunden. Schon wieder? Wir dürfen drei Leute suchen. Verschwunden? Sie waren auf einer Mission und hätten letzte Nacht zurückkehren sollen, aber das sind sie nicht. Es sind zwei Leute mit ihnen unterwegs, die nicht dem Pakt angehören. Wer sind sie? Unsere Freundin Casey und ein Diplomat, der von der kretanischen Regierung entsandt wurde, um die Lage in Augenschein zu nehmen. Sein Name ist Ganach. Beide sind durchaus fähige Leute, aber vermutlich in der Unterzahl. Was? Ganach!
Wir müssen nach ihnen suchen und herausfinden, ob sie Verstärkung brauchen. Werdet ihr bereit, diese Mission auszuführen? Ja. Ich breche auf, sobald ich bereit bin. Meldet bei Graham. Wo ist denn Graham? Unten. Zack, auf den Kopf gesprungen. Oh nein, das scheint nicht richtig. Hey, ich habe gesehen, wie ihr euch mit Traherne getroffen habt. Was wollte er? Müsst ihr etwas für den Pakt erledigen? Marshall Traherne hat mich um deine Hilfe gebeten bei der Suche nach einem verschollenen Trupp. Ihr seid genau richtig dafür. Ihr habt bereits viel Erfahrung mit den Mordrum gesammelt. Leitet ihr den Einsatz oder so? Sieht ganz so aus, man hat mir einen Einsatztrupp unterstellt. Hat man? Cool. Ja. Ich würde euch anbieten, mitzukommen, aber ich muss auf Timmy aufpassen. Sie sucht nach dem Packtechniker, damit er Schrattels Rüstung härtet. Ich werde niemals vergessen, wie nah sie dem Tod beim Angriff der Inquisitor gekommen ist. Ich auch nicht. Wir sind gerade zur rechten Zeit aufgekreuzt. Sie war so verängstigt. Aha. Ich behalte die Kleine im Auge. Ihr kommt klar, oder? Natürlich, ich werde nicht alleine sein. Ja, sicher. Ach, ne? Weil, das zu zweit machen sie, wenn wir mal schon zu zweit. Richtig. Ich dachte aber, wir brechen jetzt eigentlich mal so auf. Oh, Tiny, hör doch auf, die Leute abzufangen. Ach, guck mal, Meisterin des Windes, Meisterin der Blitze, Meisterin der Sonne. Blitze hat voll die keche Frisur. Zunächst wurde er nur vorübergehend verwirrt und aggressiv. Wir hatten beschlossen, ihn einzusperren als... Und wo ist der Meister des Friedens jetzt? Wir müssen ihn finden. Hallo? Der Meister des Friedens ist aggressiv geworden, aha. Das ist der, den wir mal gerettet haben. Glaub auch. Wir glauben, er sucht immer noch nach einem Ort, wo wir alle sicher sind. Wir haben ihn gerettet. Wir folgten Aaron durch die Ödnis und fanden ihn, ehe er euren Meister töten konnte. Ihr wart das also. Wir fanden Aarons Leichnam und dachten, der Meister habe ihn getötet. Nein, das waren der Boss und ich. Und die anderen auch. Der Boss. Wir lockten ihn in die Spornschlucht und kämpften dort mit ihm. Wir sind euch zutiefst dankbar, kleines Fräulein. Euch allen. Aber jetzt müssen wir wirklich... Aber du nervst. Es klingt schon so ein bisschen so, ja? Vielleicht wir sehen das klingt meistens. Diese entzückende junge Dame hier hat mir gesagt, dass ihr das Leben unseres Meisters Friedens gerettet habt. Anscheinend habt ihr eine Begabung dafür, über die Aspekte zu gebieten. Aaron war außer Kontrolle. Er musste gestoppt werden. Ich bin Pilz von Marsch. Ja. Wie sah der Meister des Friedens aus, als ihr ihn zuletzt getroffen habt? War er verletzt? Nein, er sah zäh aus. Wie mein Steak heute. Er ist fest entschlossen und natürlich der Beste von uns. Wenn es irgendjemand von uns schaffen kann, da draußen zu überleben, dann ist er es. Nichtsdestotrotz riskiert ihr eure eigenen Leben, um zu ihm aufzuschließen. Wir befürchten, dass der Tag kommen wird, an dem er unsere Hilfe braucht. Dann wollen wir für ihn da sein. Wir wollen euch nicht länger aufhalten, dankeschön. Gute Reise. Tschüss. Tschüss. Ach, mein Gott. So. Sprecht mit Tiny. Ihr seht so ernst aus. Nein. Zoya sieht sich manchmal ein ähnliches Gesicht. Zoya zieht manchmal ein ähnliches Gesicht, immer wenn ihre Experimente besonders gefährlich sind. Was wollt ihr machen? Ich werde versuchen, Cathy und Kanach zu finden. Brahim wird euch nach Hause bringen. Da haben sich bestimmt nur einen netten Abend gemacht und irgendwie ein bisschen geschnackselt und dann geschlafen. Sie finden, ihr wollt damit sagen, dass ihr raus in die Ödnis geht? Brahim sollte euch begleiten. Was ist, wenn euch etwas passiert? Ich treffe mich mit einem Einsatztrupp des Paktes, den ich anführen werde. Ich werde nicht allein sein. Ich kann meine Techniker schon alleine finden und wieder nach Hause zurückkehren. Ihr müsst nicht jede Sekunde über mich wachen. Ernsthaft, ich bin kein Kleinkind. Naja, schon. Ihr zwei werdet zusammen sicherer. Macht euch um mich keine Sorgen. Wir sehen uns später wieder. Ach so, heldenhaft. Wo können wir jetzt bitte gehen? Entwickelt euch. Boah, immer dieses Gelaber. Aufsteigerin. Hey. Schnell raus, ja, bevor wir da irgendwann mit aufkommen. Da ist er. Er ist wer? Wen hat sie gesehen? Mama. Brunnenbarrenspucker. Die wollte sich gerade mit dem unterhalten. Das wäre bestimmt voll wichtig gewesen. Ja, bestimmt. So. Belief. Da hinten ist Cathys Aufklärungstrupp irgendwie, nee.
Versorgungskarawane. Wir müssen noch jetzt laufen. Hier muss man wieder allen möglichen Scheiß machen, ey. Ja, und es wird wahrscheinlich hier Lagerdienstleistung. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Gehen wir jetzt auf den Weg, nehmen wir alles mit? Oder gehen wir jetzt einfach straight dahin und machen erstmal, kloppen wir alle Dingsies durch und... Ich weiß nicht, hast du schon irgendwas gesehen, was man mitnehmen kann? Doch, da oben Aussichtspunkt. Ja, hier oben ist direkt ein Aussichtspunkt, zum Beispiel. Metallstand. Die Frage. Tja, ne? Ach, lol. Ja, easy. Easy peasy. Ich habe schon meine Zauber Wege gewählt. Ah. Ja. Viele Wege führen nach Rom. Und, jetzt mal her. Voll die krasse Festung, ne? Mhm. Stimmt allerdings. Ich wette mit dir, da oben werden auch wieder diese komischen Abzeichen. Ja, guck mal, da gibt doch gerade schon eins auf. Echt? Hast du gesehen? Ja, ja. Nee. Wo bist du denn? Neben dir. Hey, wie? Du hast schon eins aufgehoben. Nein, in der Cutscene hat gerade einer eins aufgehoben. Also in der. Ach so. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier oben raus. Ne, warte mal, hier war noch irgendwo, da unten ist ein Händler. Was müssen wir nochmal gedrückt halten, damit das angezeigt wird? Alt oder Steuerung? Beziehungsweise das ist ja umgelegt, ne? Ich würde sagen, das sind bei uns sowieso zwei unterschiedliche Sachen, also. Hm. Einmal wieder. Ah, okay. Dann gucken wir mal gerade, wie ich das verkaufen kann. FIFA verkaufen. Weiß nicht, behalte ich jetzt diese aufgestiegenen Sachen oder schicke ich die wieder über den Jordan? Fragen. Das kann weg. Was? Was denn? Gegenstände verkaufen. Den Shop haben sie übrigens auch neu gemacht, wie man gerade sieht. Beziehungsweise die Schwarzlöwen, tralala. Ja, können wir ja sofort verkaufen. Okay. Also. Braucht ihr was? Oh, sind so irgendwas? Ne? Gut. Also ich bin theoretisch ready to go. Bald. Ja, ich glaube ich auch. Jetzt soll ich hier wieder Scheiß rausbekommen. Was ist das denn? Ach, Banditenwappen, wir haben mal direkt 10 bekommen. Ja, egal. Ja, ich habe sogar schon 11. Ich habe sogar schon 11, Mann. So. Achso, Ready okay. Togo. Ready Togo. Hier kann man übrigens diese Banditenwaffen spenden, aber ich glaube, die braucht man auch, um das ganze neue Zeug zu kaufen, also. Ja, also. Moment, ich habe glaube ich da oben schon direkt das erste Zeug neben gesehen. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Was ist das denn? Ist auf jeden Fall schon tot. Ah, ich meine eben die Wand hoch. Das wird halt auch wieder passieren. Wir werden halt wieder voll viel kratzen müssen. Da. Ja, jetzt kann ich direkt mal gar nicht kratzen. Ja, gut. Ja, erstes Abzeichen gefunden. Hup, hup. So, das ist die Frage, ne? Wir sind so gut als ein Veteran. Ah, das ist der Fertigkeitspunkt. Schaden. Jawohl, ja. Nice. Ja, so, nie anders läuft das hier. So, da vorne ist noch ein Dingsy-Punkt, theoretisch. So läuft der Hase. Ich hatte jetzt echt die Frage, gehen wir jetzt auch in diese Sackgasse da vorne rein? Oder lassen wir das? Ja, kann man ja mal machen, also... Oh, hier gibt's Mithril-Erz. Sicher. Nicht das, was man so voll viel hat. Ja, ja. Eigentlich. Oh. Aber mitnehmen kann man sowieso, wenn man sowieso, So, ja, hast du schon mal ein welches? Also, Tagling-Sammler braucht. Ah, alter Sprossling, das wiederum war gut. Ah, da vorne ist auch noch ein verlorenes Abzeichen. Das hat sich schon wieder gelohnt. Wo bist du denn? Ja, in die Sackgasse reingelaufen, hast du gesagt. Da ist bestimmt auch irgendein Mega-Event drin. Bestimmt. Hier ist ein Kaktus. Hier ist aber in erster Linie ist hier noch ein Tor. Was zu ist. Kaktus.
ein Kaktus. Oh, ich sehe noch eins. Ha. Sind sogar zwei verlorene Abzeichen drin. Wisst ihr mal, weißt du, wie worth das einfach schon wieder war, dass wir hier reingelaufen sind? Wie hab ich denn gesagt? Ja, pfff. Du alles sagst. Ich hab gesagt, dass wir da reinlaufen. Wo ist das Abzeichen? Oder da hinten? Ja. Und da oben. Heißt, wir müssen uns mal gerade ein bisschen durchschnetzeln. Guck mal, noch ein Schrottteil bekommen. Wie geil ist das denn? Ich glaube, wir haben auch das Aussehen von manchen Sachen verändert. Weil der abgebrochene oder der zerbrochene Dietrich. Verborene Dietrich, ja, die sahen mal anders aus. Die sahen anders aus. Sehe ich aber auch so. Richtig. So, Münze, get, check. So. Jetzt kann man irgendwie so oben rumlaufen. Ist halt die Frage, ne? Die werden wir halt wieder überall verteilt sein und bestimmt auch wieder teilweise voll assig rumliegen. Voll assig rumliegen, einfach nur. Ja. Bernstein-Wanderdüne wurde verpackt. Muss anscheinend auch irgendwelche Sachen einnehmen. Hm. Wir laufen jetzt hier einfach mal diesem Typen hinterher, der wird schon wissen, wo es ihn lang geht. Ja, das sieht aber auch gut aus, ja. Ja, das sieht auf jeden Fall. Ja, guck mal, da ist ja noch ein Abzeichen. Wisst ihr mal, das hat sich schon direkt wieder gelohnt. Was ist eigentlich los mit den ganzen... Da liegt hier richtig schön bei den dicken Eiern von dem Riesen. Von dem geilen Riesen. So, ist hier noch irgendwas? Ich wollte gerade irgendwas gesagt haben, aber dann habe ich es wieder vergessen. Guck zu, wo der Typ hinläuft. Ja, der Typ hat bestimmt Ahnung, oder? Hat umgedreht, okay. Hier sind ganz viele Skrit. Jetzt die Skrit wieder weg. What the fuck? Hm. Sind Sekundenskrits, was, ja? Die kommen nur einmal kurz raus und sind wieder weg. Boah, das ist eine holographische Scarlet, die sieht richtig cool aus. Ja, bei mir sieht die wahrscheinlich wieder so mach aus. Das liegt daran, dass meine Grafikeinstellungen einfach so unheimlich niedrig sind. Aber hier oben ist sonst nichts weiter, ne? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, hab ich das Gefühl. Dieses Teilgebiet hier abgegrast. Oder abgewüstet! Oh Gott! Du solltest echt, also du solltest normalerweise schon keine Wortwitze machen, aber. Jetzt gerade echt. Ich finde die gut. Echt Badness Overkill. Na, guck mal, hier hat einer verkackt gegen den. Dann gibt's ein Lachen-Symbol. Lachen. Gibt es tatsächlich? Der ist auch schon tot, oder? Ja, der ist da noch hier voll am Falten. Ja, der ist am Liegen, weil er ein Nubi-Nubi ist. Hier nicht rumliegen, was machst du denn? Faules Stück Scheiße. Ja. Moment, hier vorne ist auf jeden Fall ein... Oh, hier ist so ein Fliegeding ist hier runtergekommen. Was ist das? Das sieht man sogar auf der Map. Echt ja cool. Aua. Das ist in der Tat. Ach, guck mal, das ist wieder ein verlorenes Abzeichen. Also, dieses Spiel baitet einfach ein, jetzt wieder da rein. Ja, wir finden die ja locker alle. Und dann am Ende sind wir die letzten drei oder so. Das wird dann wieder voll nervig. So, einmal Inventar-Clearing wieder. Warum hast du denn so wenig Platz im Inventar? Weil ich da so viele Materialien und so einen Scheiß drin rumliegen hab. Vielleicht solltest du das mal fertig machen. Mittlerweile ist das ja preislich wirklich drin, ja. Einfach. Und also ich meine, selbst wenn du es nicht benutzen willst, für den Skin halt einfach schon, weißt du? You know what I mean? Ich glaube, das würde uns auch voll schwer, die ganzen Achievements zu bekommen, weil wir jetzt halt so verspätet dran sind. Aber, ja. Kann immer sein, muss aber nicht. Ja, man würde sterben, ne? Dankeschön. Guck mal, noch ein Schrottteil, jawohl. Verlorene Banditentruhe. Ah ja, Tatsache. Ja, wahrscheinlich gibt es ja wieder Schlüssel, die da irgendwie aufmachen können. Erstmal hier. Guck mal, ein Stein. Ja, da ist irgendein Haus von Verloren abgeschmiert. Das ist halt echt doof. Nein. Das ist halt echt doof. Das ist dumm gelaufen. Ja, das kann man das doch nicht sagen. Benötigt einen Banditen-Dietrich. Oh, guck mal. Ja,
war ja klar. Ist das einer von den Modrum-Bossen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Der dicke Finger, ne, weil... Der Rankenkrabbler, der sieht... Vielleicht. Der sieht zwar, glaube ich, dick aus, aber... Ich glaube irgendwie nicht, dass das ein Boss ist, verdammt ist. Ich glaube, wir sind hier gerade so ein bisschen das Ding sie am machen. Das... Alter, kann halt mal weggehen, da? Das Event dann machen. Ach, das stimmt ja, die Viecher wollte man ja wegschießen. I remember. Von einem von den Fotzen schon. Komm mal, ach, Verteidigerin in Indigo-Höhle. Ja, easy. Haben wir easy gemacht. Oh, aua, aua. Wo bist du denn? Die alle wieder verschoten. Ja, aber jetzt ist ja direkt mal der Folge-Event geploppt. Wo? Ist nicht schon wieder. Ja, hier. Sollen wir den machen? Also den. Ja, da vorne ist auch ein verlorenes Abzeichen noch. Das ist natürlich jetzt erstmal wichtiger als das Event. Wir rollen uns halt erstmal durch. Achso, Moment, das ist auch so ein. Ist auch so ein komisches Event zum Einsammeln, ne? Und irgendwas, ja. Ich find's geil, dass du für jedes Abzeichen einen Punkt kriegst. Naja, das stimmt, das ist echt nice. Eckliche Sammlerin. Trümmer, ja. Man muss Trümmer. Ja, man muss Trümmer hinbringen. Na, ja, zum Typen. Das ist ein neuer. Guck mal, jetzt ein Commander Lilla. Ja, die haben mehrere Farben. Die können Lila haben, die können Blau haben. Ist das auch leider Rang, nicht. Oder ist das irgendwie. Nee, es gibt Gelb, Lila, Rot und Blau. Also schon, hast du schon einmal was gedroppt, sag mal, von irgendeinem. Viech. Nö. Aber die liegen ja rum, ja, die Trümmer. Die halt rumliegen, ne? Ne, das sind die Trümmer. Das sind die Trümmer, die du so dem Typen hinbringst, doch. Natürlich, was machst du denn da? Sind doch verlorene Vanitentruhen dran. Chris. Ich sehe, von hier sehe ich eine. Ja, da hinten. Ja. Wie viel hier rumliegen? Ja, aber das ist jetzt schon die zweite auf, weiß ich nicht, 5 Quadratmeter. Oh ja, eskortiert den Ding sie. Das ist halt potenziell, ist das wieder so geregelt, mach jedes Event einmal und du hast irgendwie 1000 Achievements danach, so gefühlt. Von daher kann man da auch mal ganz gut. Wo ein Boss ist? Was denn? Ich glaube, wir sollen einfach nur hier den Pack-Golem bewahren. Golem, hier der komische Packbulle, meine ich natürlich. Der voll den Zahn drauf hat, fuck. Das ist der erste, der einen Giftbeutel hat fallen lassen. Ja. Was ist jetzt mit dem anderen Event passiert? Ist fertig gewesen. Ich glaube, da kommt jetzt gleich auch ein Folge-Event, oder nicht? Also würde mich zumindest nicht wundern.